Ihr werdet euch fragen, warum um Himmels Willen denn dieses Märchen ausgerechnet in einer Küche an? Ich sage euch, das hat seinen Grund. Und zwar ist dieser Grund dieses Küchengerät. Kennt ihr es? Das ist eine, na, bisschen näher ran, eine Pfanne. Aha, ist das das Märchen von der Pfanne? Nein, das ist es nicht. Ja, worum geht's denn bei diesem Märchen? Hat ja einen merkwürdigen Titel. Kantapa, Kantapa, was ist denn das überhaupt? Ihr werdet es gleich erfahren. Unser neues Märchen hat nämlich zu tun mit dem Küchengerät, was ich euch gerade gezeigt habe. Mit dem, ja, nicht Topf, sondern Pfanne. Ist es das Märchen von der Pfanne? Nein, habe ich schon gesagt. Nicht das Märchen von der Pfanne, aber überlegt mal, was macht man denn so mit so einer Pfanne, mit einer Bratpfanne? Man brät. Und zwar was ganz, ganz Leckeres. Es geht um den dicken, fetten Pfannkuchen. Pfannkuchen. Und das Märchen geht so. Es waren einmal drei alte Weiber, welche gerne Pfannkuchen essen wollten. Na, wer isst denn nicht gerne Pfannkuchen? Also ich esse Pfannkuchen sehr gerne. Naja, die drei hockten dann zusammen in der Küche. Die erste gab ein Ei dazu her, die zweite Milch und die dritte Fett und Mehl. Das braucht man nämlich zum Pfannkuchen braten. Fragt mal eure Mama, die kennt sich da aus. Oder den Papa. Ja, und Pfanne stand schon auf dem Herd. Und als der dicke, fette Pfannkuchen fertig war, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der richtete sich nämlich in der Pfanne auf, in die Höhe, und sprang aus der Pfanne und lief den alten Weibern weg und lief immer zu und kantapa, kantapa in den Wald hinein. Kantapa, so ein Geräusch machte er. Das hört sich an so wie ein galoppierendes Pferd. Ne? Da begegnete ihm im Wald als erstes ein Häschen. Und das Häschen rief, dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich verfressen. Der Pfannkuchen antwortete, ich bin drei euren Weibern entlaufen und soll dir, Häschen Langohr, nicht entlaufen? Und lief kantapa, kantapa in den Wald hinein. Oh, da kam ein Wolf herangelaufen und rief, dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen. Der Pfannkuchen antwortete, ich bin drei euren Weibern entlaufen, Häschen Langohr, und schall dir, Wolf, Graupels, nicht entlaufen, und lief kantapa, kantapa in den Wald hinein. Da kam eine Ziege herzugehüpft und rief, dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen. Der Pfannkuchen antwortete, ich bin drei euren Weibern entlaufen, Häschen Langohr, Wolf Graupels, und soll dir, Zicke Langbart, nicht weglaufen? Und er lief kantapa, kantapa weiter in den Wald hinein. Da kam ein Pferd herangesprungen und das rief, die Kopfe da, Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen. Der Pfannkuchen antwortete, ich bin drei allen Weibern entlaufen, Häschen Langohr, Wolf Graupels, Zecke Langbart, und soll dir, Pferd Plattfuß, nicht weglaufen können? Und er lief kantapa, kantapa in den Wald hinein weiter, und da kam eine Sau, ein Schwein, dahergerannt und rief, die Kaffee da, Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen. Oink, oink.
Herr Pfannkuchen antwortete: Ich bin drei Eulen Weibern entlaufen, Häschen Langohr, Wolf Graupelz, Zicke Langbart Pferd Plattfuß und soll dir, Sau Ringelschwanz, nicht entlaufen. Und er lief weiter, kantapper, kantapper, in den Wald hinein. Da kamen drei Kinder daher, die hatten keinen Vater mehr und keine Mutter mehr, und die sprachen: Lieber Pfannkuchen, bitte bleib stehen, wir haben noch gar nichts gegessen heute, den ganzen Tag. Da sprang der dicke, fette Pfannkuchen den Kindern in ihren Korb und ließ sich von ihnen essen. Jo, so war das, die Geschichte mit dem dicken, fetten Pfannkuchen, sagt man bei uns auch auf Plattdeutsch. Und das war's nun. Und jetzt guten Appetit beim nächsten Pfannkuchen.